Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute lernen wir über RR Lyrae Sterne. Also was sind das eigentlich? Erstens, es sind pulsierende Veränderliche mit einem regelmäßigen Lichtwechsel. Hier in dieser Grafik sieht man ja eine Lichtkurve von einem Asteroiden, wo es mal hoch und mal runter geht. Und genauso ist es auch bei einem veränderlichen Stern. Das sieht man ja hier. Diese Sterne haben eine Periode von 0,2 bis 1,2 Tage und gehören somit zu den kurzperiodischen Veränderlichen. Die Spektralklasse liegt bei A oder F. Also, da handelt es sich um entwickelte Sterne auf dem Horizontalast, dem Herrscher-Russell-Diagramm, und die Wander von dem roten Riesenast kommen nach links wieder zurück, wobei sie den Instabilitätsstreifen kreuzen. Also der Instabilitätsstreifen sozusagen ein Bereich im Herrscher-Russell-Diagramm, wo sich diese pulsierenden Veränderlichen sich befinden, wie die Gepheiden oder die RR Lyrae Sterne oder auch die Delta Scuti Sterne. Obendrein sind es noch alte Sterne der Population 2, die Heliumbrennen im Kern betreiben und eigentlich rote Riesen wären, dass sie ja wieder nach links gewandert sind im Herrscher-Russell-Diagramm. Die sind nach dem Prototyp RR Lyrae benannt und essen schnell pulsierende Riesensterne. Sie kommen hauptsächlich in Kugelsternhaufen vor und werden auch als Haufenveränderliche bezeichnet. Aber auch im galaktischen Halo, im Bulge der Milchstraße sowie im neuesten extragalaktischen System wurden sie nämlich auch gefunden. Ich hoffe, es hat euch nämlich gefallen. Bis beim nächsten Mal. Tschüss.